Mein Name ist Julia Witt, ich bin die Bezirksstadträtin für Kultur hier in Marzahn-Hellersdorf. Marzahn-Hellersdorf ist der 10. Bezirk von ganz Berlin. Wie lange gibt es eigentlich schon ganz Berlin und wie hat es eigentlich geklappt, dass die ganzen Dörfer zu ganz Berlin wurden? 100 Jahre wird dieses Jahr gefeiert. Viele Feiern sind ausgefallen aufgrund der Pandemie. Wir aber hier im Museum laden ein zur Ausstellungseröffnung. Am Sonntag geht es los und wir sind hier ganz am Rande quasi der Stadt. Manche sagen JWD weit draußen und wir wollen ein bisschen ein kleines Alphabet präsentieren, was alles Marzahn-Hellersdorf ausmacht. Die einzelnen Dörfer, die geschichtlichen Orte und natürlich auch ganz besondere Highlights, die viele kennen, aber auch manches, was selbst unsere Bürgerinnen und Bürger, die den Ort super kennen, bestimmt nicht wissen. Lassen Sie sich überraschen. Ich hatte ja das Glück, mir gerade die Ausstellung schon zeigen zu lassen von unserer Leiterin Frau Iffernd und konnte schon sehen, wie viele tolle und auch neue Informationen es gibt. Das Haus kenne ich sehr gut, das ist das Orbo-Haus. Es steht quasi für den Transformationsprozess, den viele Häuser in unserem Bezirk nach den 90er Jahren erlebt haben. Ursprünglich Haus für Produktion, dann Leerstand, ganz typisch für Berlin und dann junge Leute, die dieses Haus wieder in Besitz genommen haben. Das Orbo-Haus befindet sich am Eingang von Marzahn. Es war also früher der Standort, wo wirklich Orbo produziert wird und jetzt wird auch produziert, nämlich Musik. Und die kann man hier auch hören. Das sind Gruppen, die hier bei uns im Orbo-Haus proben, in der lautesten Platte von Berlin. Ein toller Verein, der das Haus führt, der auch immer Festivals macht und der ein moderner Botschafter für unseren Bezirk ist. Ich freue mich sehr, dass mit dem Buchstaben O das Orbo-Haus dabei ist. Hier sind wir beim W. Auch mein Nachnamen Buchstaben, das W. Wohlgarten. Wohlgarten ist ein Name, der in unserem Bezirk für sehr viele Themen steht. Einerseits für die Tatsache, dass hier während der Nazizeit die Heil- und Pflegeanstalt Wohlgarten benannt wurde, in Wirklichkeit aber eine Euthanasieeinrichtung. Das steht wie viele andere Einrichtungen auch für ein sehr dunkles Kapitel. Auch Schloss Biesdorf, auch die Villa Pelikan wurden von den Nazis und Faschisten genutzt und haben damit auch eine sehr dunkle Spur in unserem Bezirk hinterlassen. Dann später die Nutzung als Krankenhaus, heute das Gelände, wo unter anderem auch das UKW gestartet ist, wo wir jetzt eine moderne Schule haben, die Lomonossow-Schule und natürlich viele, viele weitere Einrichtungen. Es ist ein Ort zum Wohnen und es ist auch ein Ort zum Gedenken. Und wie diese Einrichtung, wie dieser Platz, sind viele für uns Einrichtungen, die auch Potenziale haben, wo neue Projekte starten, wo engagierte Träger wie hier der Wohlgarten e.V. auch Kultur machen. All diese Orte haben widersprüchliche Geschichten und hier kann man sie entdecken.